Liebe Mitglieder, vielen Dank, dass ihr nach wie vor Mitglieder seid. Es haben wirklich verdammt wenige gekündigt, nicht mehr als es bei uns normalerweise kündigen würden durch Wegzug etc. Natürlich kommen normalerweise auch neue Kunden dazu, aber das ist natürlich fantastisch und ist natürlich eine Riesenhilfe und sichert tatsächlich zum jetzigen Status auch die Blockhelden ab, dass die Boulderhallen die Chance haben, wieder aufmachen zu können. Vielleicht auch noch ein paar Worte dazu, dass momentan ist ja Support Your Local Gym oder Your Locals überhaupt. Natürlich ist das ein Riesenpunkt und da wollen wir gar nicht uns jetzt hier voranstellen, sondern ich glaube, jeder muss entscheiden, was in seiner Stadt oder in seiner Sphäre einfach für ihn wichtig ist. Das kann ja eine Pizzeria sein, Sushi-Laden, einen Marktstand etc. Und dass man da nicht seinen Fokus drauf legt und sich überlegt, ob man will, dass sie auch noch existieren, wenn man wieder aufmacht. Weil man hört jetzt auch schon in Erlangen natürlich die Ersten, die es nicht schaffen werden. Genau deswegen natürlich bedanken wir uns bei jedem, der auch bei uns im Online-Shop kauft. Das Heldenbrett, das jetzt rauskommt, oder das Balanceboard, das es schon gibt. Natürlich unterstützt das uns extrem. Aber genauso gilt es natürlich für alles. Ich glaube, jeder muss sich überlegen, das habe ich mir auch ganz genau gemacht, was ist für mich in meiner Umgebung einfach wichtig. Und schaue, dass ich dort Essen bestelle, dass ich dort trotzdem versuche, einen Geldfluss hinzubekommen, weil die können es alle sehr, sehr dringend gerade brauchen. Ich denke, da sollte jeder so 3, 4, 5 Punkte haben, die für ihn wichtig sind. Genau, weil ich glaube, das Leben wäre doch für jeden schlechter, wenn die Sachen fehlen, ob es ein Restaurant ist, ein Kindergarten, eben eine Sportstätte, eine Boulderhalle.